Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Die Wut in unserer Gesellschaft wächst. Das Zornpotenzial treibt die Menschen weg von der politischen Mitte. Freiheitliche und Kommunisten können Unzufriedenheit und Verunsicherung in Wählerstimmen umwandeln. Unser Thema heute: Protest, Hoffnung, Ängste. Erobern FPÖ und KPÖ die politische Mitte? Ich freue mich auf meine Gäste. Schönen guten Abend. Karl Mahrer, Landesparteiobmann ÖVP Wien. Kai-Michael Dankl, Landessprecher der KPÖ Plus und Gemeinderat in Salzburg. Maximilian Kraus, Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend Österreich und Clubobmann der Freiheitlichen in Wien. Isolde Karim, Philosophin und Publizistin. Und Thomas Biebricher, Politikwissenschaftler Goethe-Universität Frankfurt am Main. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum debattieren. Ihnen allen einen guten Abend. Die Europa- und Verfassungsministerin der Kanzlerpartei ÖVP, Caroline Edtstadler, sagt heute im Interview mit der Kleinen Zeitung, die Vorstellung eines Herbert Kickl als Bundeskanzler sei für sie erschreckend. Die Partei müsse die Menschen davon überzeugen, dass es die Kraft der Mitte brauche. Proteststimmen weit rechts und weit links der Mitte. SPÖ und Grüne müssen die Kommunisten als politische Konkurrenz fürchten. Sie waren lange von der politischen Bühne verschwunden. Die Kommunisten in Österreich. Bundesweit seit 1959 nicht mehr im Parlament, erreichen sie bei der letzten Nationalratswahl nur 0,7%. Und dann kam sie, Elke K. Mit fast 30% in Graz übernimmt sie vor 2 Jahren das Bürgermeisteramt von der ÖVP. In erster Linie bin ich ein Mensch. Und ein Mensch, der sozial denkt und haben möchte, dass die Unterschiede zwischen oben und unten geringer werden. Und auch in Salzburg überraschen die Kommunisten. Der frühere Grünpolitiker Kai-Michael Dankl setzt wie K. auf das Thema Wohnen und katapultiert damit seine KPÖ Plus im Land Salzburg auf 11,7%. Das Erfolgsrezept scheint einfach. Bürgernähe gemischt mit Politikverdrossenheit. Die Ideologie wird hintangestellt. So ist der Kommunismus, die sind zugänglich. Die anderen sind nicht zugänglich. Die haben die Nosen da oben, die nutzen nur das System aus. Danke, K., aber auch SPÖ-Vorsitzkandidat Andreas Babler und Bierparteigründer Dominik Vlasny. Stellen Sie eine Renaissance der Linken dar, während die Regierenden an Wählerzuspruch verlieren? Wäre da nicht noch der viel debattierte Rechtsruck angesichts der Erfolge der Freiheitlichen bei den Landtagswahlen? In den bundesweiten Umfragen liegen sie seit Monaten auf Platz 1. Gar nichts wird unseren Erfolgslauf stoppen und gar nichts wird mich unter Kontrolle bringen. So ideologisch unterschiedlich Freiheitliche und Kommunisten sind, das Gemeinsame ist der ihnen oft als Populismus zugeschriebene Ausspruch, wir seien das Volk. Kritisch wird es natürlich, wenn ich daraus schlussfolgere, ich könne die bestehende demokratische Staats- und Gesellschaftsordnung umstürzen. Da haben beide Seiten eine problematische Vergangenheit. Alternativen zu den etablierten Parteien gäbe es jedenfalls genug. Mehr als 1200 Parteien sind im Innenministerium registriert. Von der Anarchistischen Partei Österreichs über die Diener des Volkes bis hin zur Protestpartei. Und Protest gibt es im Land. Gegen den Umgang mit Corona, Klima, Krieg und Teuerung. Welche Partei kann diese Stimmung langfristig für sich nutzen? Herr Biebricher, Sie haben im Surkamp Verlag ein 600-Seiten-Werk, das Mitte-Rechts heißt, die internationale Krise des Konservatismus. Sie haben sich vorwiegend angeschaut in Großbritannien, Italien, Frankreich und auch USA, auch etwas in Österreich, und sagen, dass die liberale Demokratie in Gefahr ist, wenn die Mitte wegbricht und sich nicht vom Rechtspopulismus abgrenzt. Woran machen Sie das denn fest? Ja, ich glaube auf jeden Fall, wenn man voraussetzt, dass es in diesen ganzen Gesellschaften ja nun keine links-grüne Hegemonie gibt, dann ist es schon so, dass vor allem der rechten Mitte meiner Ansicht nach eine ganz zentrale Position zukommt, die ein Stück weit darüber entscheidet, wie Wandel und gesellschaftliche Veränderungen aufgenommen werden und wie die kodiert werden, ob das als Gefahr oder Bedrohung erscheint und ob Ressentiments dagegen geschürt werden oder nicht. Und es sind gemäßigt rechte Parteien, gemäßigt konservative Parteien, würde ich sagen, die ein Stück weit eben auch darüber entscheiden,
inwieweit bestimmte Positionen eben noch akzeptabel sind und auch als legitim erscheinen und inwieweit sie als radikal, extremistisch gelten. Und von daher haben die zumindest die Möglichkeit, bestimmte Themen richtig scharf zu machen, meiner Ansicht nach, und auch Fundamentalopposition dagegen zu schüren. Oder man kann das einigermaßen konstruktiv bei aller Skepsis und Kritik begleiten. Und von daher kommt denen schon eine sehr wichtige Rolle zu, meiner Ansicht nach, ja. Frau Karim, Sie haben im Falter einen Kommentar getitelt mit der erschöpfte Demokratie und meinen, dass sich einfach immer mehr nicht als Teil der Demokratie empfinden und dass dann der Glaube an die Person letztlich den Glauben an die Demokratie ersetzt. Gilt das Ihrer Meinung nach jetzt auch für Menschen wie den Herrn Dankl, der in erster Linie aufgrund seiner Person, nehme ich an, gewählt wurde? Das glaube ich überhaupt nicht, dass er in erster Linie aufgrund seiner Person gewählt wurde. Ich glaube, wir haben eine Situation, wo es ein sehr weit verbreitetes Unbehagen gibt von Menschen, die sich nicht mehr wiedererkennen im Staat. Wer sagt heute noch, das ist mein Staat, das ist meine Regierung? Das wird sozusagen immer weniger. Und es gibt da eine große Fremdheit, die da eintritt. Und wir haben ja auch so einen Überhang an Verschwörungstheorien heute, die eigentlich für mich sehr symptomatisch sind. Weil dieses Unbehagen und die Fremdheit gegenüber den eigenen Machthabern kriegt da plötzlich eine Gestalt. Ja? Die Fremdheit tritt einem plötzlich in der Gestalt von Verschwörungsfiguren entgegen. Das heißt, man muss das als ein Symptom lesen. Und das Symptom ist, das ist das Symptom eines Nichtfunktionierens oder eines Brüchigwerdens des Gesellschaftsvertrags. Und ich finde aber, die Darstellung ist, man muss das ganz deutlich sagen, wir leben heute nicht in den 30er Jahren. Wir haben nicht eine FPÖ, die einer KPÖ in alter Weise gegenübersteht. Ich glaube, man muss schauen, dass das zwei ganz unvergleichbare Phänomene sind. Sowohl quantitativ, nicht? Einerseits die FPÖ hat sozusagen einen bundesweiten Aufschwung und die KPÖ ist derzeit ein kommunales Phänomen, aber sie hat auch einen qualitativen Unterschied, da stimme ich mit dem Herrn Filzmaier überhaupt nicht überein. Das ist auch in Frage der Radikalität oder der Radikalisierung nicht vergleichbar. Das sind zwei ganz unterschiedliche Vorgehensweisen und zwei ganz unterschiedliche Zugangsweisen. Was Sie aber natürlich schon gemeinsam haben, wenn man sich Ihre Aussagen anhört, ist, dass Sie gegen ein System sind oder gegen das System, dass Sie sagen, in irgendeiner Form, das hat eben der Herr Filzmaier gemeint, wir sind das Volk, die da unten gegen die da oben, der Staat kümmert sich um die Menschen, die es brauchen. Worin unterscheiden Sie sich? Also ich glaube, ein Unterschied ist, dass man als Linke, das hat ja lange historische Wurzeln, grundsätzlich an die Gleichheit der Menschen glauben. Jetzt nicht die Gleichheit im Sinne von alle müssen gleich sein. Es ist gut, dass Menschen unterschiedlich vielfältig sind, aber schon gleich an Würde und gleich im Anspruch, dass man was vom Leben hat. Und in Salzburg ganz konkret, wenn man für eine 70 Quadratmeter Wohnung mittlerweile 1.300, 1.400 Euro zahlen muss, da bleibt einfach nicht mehr viel vom Leben über. Die Rechte hat traditionell, historisch, immer so ein Glauben an die Ungleichheit von Menschen, wo man sagt, die einen sind mehr wert, die anderen weniger. Das äußert sich in verschiedenen historischen Phasen unterschiedlich. Aber was man bei der FPÖ oft hat, ist so die einen gegen die anderen. Und wir versuchen jetzt zum Beispiel als KPÖ Plus, dass wir nie mit Angst machen oder nie mit Runtertreten auf die Schwächeren arbeiten, sondern eher benennen, wo die Kluft zwischen oben und unten größer wird, weil tatsächlich die Mittelschicht immer mehr unter die Räder kommt. Und das spüren die Menschen ja auch. Und ich glaube, ganz viel Abstiegsängste und ganz viel Verunsicherung, die da ist, das erlebe ich ja bei den Sprechstunden, bei den Hausbesuchen, bei den Bürgergesprächen, die ich in Salzburg mache, in die Stadtteile. Ganz viel kommt von dem, dass Menschen das Gefühl haben, man arbeitet, man bemüht sich und es bleibt aber eigentlich immer weniger zum Leben. Ich möchte wirklich nicht despektierlich sein und Respekt für diese zwei kommunalpolitischen Ergebnisse, die Sie erzielt haben, aber ich glaube doch, dass es nicht nur in den ideologischen, sondern auch in den strukturellen Situationen große Unterschiede gibt. Denn die FPÖ ist mittlerweile eine Partei, die mit Herbert Kickl an der Spitze in allen Umfragen seit mittlerweile Monaten Nummer eins ist, die jetzt in mehreren Bundesländern mitregiert, in Niederösterreich, in Oberösterreich seit Jahren
jetzt im bürgerlichen Salzburg wieder dabei ist, in die Regierung einzuziehen. Das heißt, ich glaube, hier haben wir gezeigt, dass wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und dass wir in dieser Mitte auf der Überholspur sind, weil wir die richtigen Themen haben, weil wir die richtigen Konzepte haben und weil wir genau dort auch Dinge ansprechen, wo andere Parteien wegschauen. Und ich glaube, wo sind unsere Unterschiede? Vielleicht kann man in manchen Bereichen sozialpolitische Ähnlichkeiten finden. Große Unterschiede wird es allerdings definitiv... Wo sind definitiv Sie denn sozialpolitisch einander ähnlich? Sozialpolitisch, glaube ich, wird es, wenn es jetzt darum geht, dass jemand, der in der Früh aufsteht und arbeiten geht, dass der von seinem Einkommen auskommen muss, da werden wir ähnlicher Meinung sein. Das ist aber keine sozialistische Politik, das ist einfach vernünftige Politik. Aber die großen Unterschiede, die zu Beginn angesprochen werden, die werden wir definitiv in der Zuwanderungspolitik finden, wo die Kommunisten ja wollen, dass jeder ab Tag 1 eingebürgert werden kann, wo es darum geht, dass jeder ab Tag 1 vollen Anspruch auf alle Leistungen haben soll. Und hier Sozialpolitik von Zuwanderungspolitik zu trennen, das ist unmöglich. Und da muss man einfach ansprechen, dass viele Dinge, die Sie sagen, vollkommen illusorisch sind und so nicht möglich. Also woher, das heißt, hat weiß ich nicht, aber ich glaube, der spannendere Unterschied ist eher, da müssen Sie eigenes es bekennen Parteiprogramm sich lesen. Bei den Wahlforderungen, und das ist ja in Salzburg von der FPÖ, kommen alle dazu, dass man sagt, man muss die steigenden Wohnkosten in den Griff kriegen. Das Spannende ist dann, was am Tag nach der Wahl passiert, weil in Salzburg hat die FPÖ sich gegen einen Mietendeckel positioniert, war dagegen, dass man die Spekulation mit Grundstücken beendet und hat gegen, als einzige Partei, gegen eine Leerstandsabgabe zur Besteuerung der tausenden leerstehenden Wohnungen gestimmt, mit denen spekuliert wird, die als Festspielwohnungen das meiste Jahr über leer stehen. Also das Spannende, glaube ich, ist immer, was die FPÖ vor der Wahl verspricht, was sie dann tut. Könnte man auch diskutieren, warum kommt die FPÖ so oft damit durch, dass sie sich als Anti-Establishment-Partei darstellt? Ich würde eher sagen, nur freuen ein Sie Gedanke, sich auf das Ergebnis des Regierungsprogramms. Spannende, und Sie haben ja von vornherein gesagt, Sie wollen nicht regieren, Sie wollen nicht gestalten. Wir übernehmen Verantwortung und ich bin ja, mir zu 100% sicher, Flosken, dass Marlene Svatzek hier im Wohnbaubereich viel erreichen wird. Spannende, und ich hoffe, dass sie dann nicht einfach nur aus ideologischer Verblendung, weil die Vorschläge von der FPÖ kommen, aus Prinzip dagegen sind. Warten Sie vielleicht das Regierungsübereinkommen ab und lassen Sie sich positiv überraschen. Ich bin ja nicht der Religiöseste wahrscheinlich in der Runde, aber vielleicht gibt es ein Erweckungserlebnis bei der FPÖ, dass nach der Wahl dieses Mal alles anders ist. Warten Sie mal das nicht. Regierungsprogramm ab. Drum haben, haben Sie gesagt, dann, wenn es gut ist, auch die Größe einmal braucht, mitzustimmen? Das wäre ein guter Zug. KP und FPÖ gemeinsam stimmen, ja, wenn wir das mal erleben. Herr Mara, Andreas Kohl hat vor wenigen Tagen in einem Interview gemeint, dass er das als äußerst dramatisch hat er das bezeichnet, dass die KPÖ in der Stadt Salzburg ja sogar die zweitstärkste Kraft wurde, mit knapp über 21%, und hat gemeint, wir brauchen die Sozialdemokratie. Ich hoffe, dass sie ihre Krise überwindet. Das wäre auch im Interesse der Volkspartei und des Landes, dass die Parteien weiter bestehen, die nicht nur eine Sache aggressiv vertreten. Also ich kann Andreas Kohl, einer der politisch führenden Köpfe in diesem Land, nur recht geben. Bevor ich sozusagen zu seiner These und zu Ihrer Frage komme, möchte ich doch noch sagen, es gibt was, was Sie verbindet, die Kommunisten und die Freiheitlichen. Sie verbindet, dass Sie Themen der Mitte, das Wohnen, die Migration als Beispiel, für mich als trojanisches Pferd verwenden, um einfach mit diesen Themen ins Gespräch zu kommen, mit diesen Themen durchaus auch zu punkten, aber letztlich ihre Ideologie umzusetzen. Und wissen Sie, das charmante KPÖ Plus ist für mich Kommunismus. Und Kommunismus steht für mich für den Bau der Berliner Mauer, das steht für mich für das Erschießen von Menschen an den Grenzen beim Ostblock. Das steht für mich für das Niederwalzen des Prager Frühlings am 21. August 1968. Das ist für mich Kommunismus. Und Sie sagen jetzt auch noch dazu, als gelernter Historiker, KPÖ, Kommunismus plus. Also ehrlich gesagt, das ist etwas, mit dem ich schwer umgehen kann. Und bei den Freiheitlichen, danke, dass Sie mir recht geben, muss allerdings auch etwas zu Ihnen sagen. Auch die Freiheitliche Partei ist hier mit dem trojanischen Pferd unterwegs. Denn eines muss ich mir auch hier in Erinnerung rufen, nämlich die Frage der Polarisierung. Die Polarisierung gerade in einer Zeit, wo unsere Gesellschaft es sehr, sehr schwer gehabt hat, während Corona. Ja, da kann man heute sagen, es hat gute Maßnahmen gegeben, es hat schlechte Maßnahmen gegeben. Alles okay. Aber es hat eine Rede am Heldenplatz gegeben von Ihrem Generalsekretär Michael Schnedlitz. Und die ist mir heute noch in Erinnerung. Michael Schnedlitz hat am Heldenplatz vor tausenden Menschen gesagt, heute sind wir 9000. Und wenn wir zusammenhalten, sind wir bald 9 Millionen.
kommt mit mir auf die Ringstraße, wir marschieren und wir kämpfen bis zum letzten Atemzug. Und das ist die Demaskierung rechter, extrem rechter Parteien, mancher Funktionäre in ihrer Partei. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und jetzt ein Satz nur, weil Sie mich gefragt haben und Andreas Kohl zitiert haben, zur Frage der Sozialdemokratie. Ja, die Sozialdemokratie wäre eine Partei, die in der Mitte steht. Aber ich frage mich, wo ist die Sozialdemokratie? Sie ist heute nicht vorhanden und sie ist seit Jahren in einen Richtungsstreit verwickelt, wo es nicht nur um Personen geht, sondern wo es auch um die Frage geht, links, rechts oder doch in der Mitte. Es gibt in der SPÖ eigentlich überhaupt kein Bild für Klarheit in der Mitte und das fehlt. Die einzige Partei in der Mitte ist eigentlich die Volkspartei. Heißt ja, ob eben die KPÖ und die FPÖ die politische Mitte kapern. Sie haben sich gemeldet und natürlich dürfen Sie dann... Also zuerst einmal möchte ich sagen, wenn ihr das Wort Kommunismus sehr an die Vergangenheit erinnert, dann muss ich sagen, auch die Freiheitlichen erinnern mich an eine gewisse Vergangenheit, die durchaus auch nicht erfreulich ist und die auch durchaus zum Beispiel... Beispiel nehmen wir den Herrn Landbauer, durchaus aktuell revitalisiert oder zumindest in Erinnerung gerufen wird. Aber ich möchte auf etwas anderes kommen. Ich glaube, wir müssen uns, weil Sie sagen, es gibt trojanische Pferde, um da sozusagen etwas einzuschleusen in den Diskurs, in die politische Auseinandersetzung. Ich möchte Ihnen sagen, der Begriff der Mitte ist selbst so ein trojanisches Pferd. Ich glaube, davon müssen wir ausgehen. Das klingt so unschuldig, nicht? Die Mitte. Aber die Mitte ist ein hochideologischer Begriff. Die Mitte ist etwas, was ein Milieu, und zwar ein bürgerliches Milieu, als Mitte setzt, als Maßstab setzt, als Normalität setzt. Das ist nicht Selbstverständliches. Das heißt, die Mitte ist nicht einfach die Idee mit der Vernunft, sondern es ist das, was jeweils als Vernunft, was jeweils als Maßstab gesetzt wird. Und nur aus der Perspektive der Mitte kann man ja angeben, was die Ränder sind und was nicht. Das heißt, wir müssen hier Acht geben, die Mitte, ja, ist etwas, was genauso ein trojanisches Pferd ist, wie das, was Sie den beiden Herren unterstellt haben. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, aber hier festzuhalten. Aber die Mitte ist etwas, was sich die Menschen in diesem Land, und das ist auch von den Wahlergebnissen durchaus abzulesen, wünschen. Die Mitte heißt auch Stabilität. Die Mitte heißt auch, bekennen zu Werten. Die Mitte heißt letztlich auch, das zu verwirklichen, was Sie in Frage stellen. Nämlich, habe ich noch, glaube ich noch an meine Republik? Glaube ich noch an mein Land? Glaube ich noch an meine Heimat? Das kann Mitte auch darstellen. Und wenn wir von Extremen sprechen, und Sie sprechen mir aus dem Herzen, wenn wir von der Vergangenheit reden, ja, wenn wir von der Vergangenheit reden, Extreme haben uns noch nie weitergebracht. So, bitte jetzt. Sie Herr Macher, damit wir den historischen vielleicht Exkurs abschließen, auch die ÖVP hat im Ständestaat durchaus eine Vergangenheit, die mehr als hinterfragenswert ist und abzulehnen ist. Aber wenn Sie sagen von Werten und unserer Republik, ich glaube, das große Problem der ÖVP ist, dass Sie eben eine absolute Unglaubwürdigkeit in die politische Kultur gebracht haben. Denn Sie und viele andere Vertreter der ÖVP, die sitzen oft in Diskussionen wie hier heute und erklären uns, dass freiheitliche Ideen im Thema Zuwanderung, im Thema Sozialstaat eigentlich richtig und gut sind. Aber was tun Sie? In Wahrheit sitzen Sie seit 4 Jahren mit den Grünen in der Regierung und setzen genau das Gegenteil um. Haben dafür gesorgt, dass es mittlerweile 6 Geschlechter am Meldezettel gibt zur Auswahl. Haben dafür gesorgt, dass Drag Queens beim Vizekanzler ein- und ausgehen und 250.000 Euro Förderung letzte Woche erhalten. Das sind alles Maßnahmen, die unter einer ÖVP-Regierungsbeteiligung passieren. Und gleichzeitig tun Sie in vielen Reden so, als würden Sie freiheitliche Ideen übernehmen. Und die Wahrheit ist, dass diese absolute Unglaubwürdigkeit viele Menschen in der Politik frustriert und auch dafür gesorgt hat, dass Sie als ÖVP ja von knapp 40% bei der letzten Wahl jetzt etwas über 20% liegen. Und hier die Freiheitlichen, die bei fast 30% liegen, als Rand abstempeln zu wollen, ist mehr als unseriös. So, bitte ja. Moment, Herr Marder, jetzt Herr Dankl darf auf die ganzen Punkte. Also ich glaube, man könnte jetzt viel über die Geschichte diskutieren. Man wirft ja der katholischen Kirche heute Anima vor. Und ich war selber im Pfarrgemeinderat bei mir in der Gemeinde. Da wirft man Anima vor, dass die Kirche mit der Inquisition, mit den Kreuzzügen verbandelt ist oder mit dem Austrofaschismus. Also, das zu vergleichen ist... Nein, es gab bloß... Eigentlich traurig, wenn man an die Menschen denkt, die im Ostblock unter dem Kommunismus gelitten haben. Ja, da waren die genug Linke und genug KPÖ-Mitglieder dabei. Die KPÖ hat auch ihre Geschichte aufgearbeitet. Wir als KPÖ Plus sehen uns in der Tradition vom demokratischen Kommunismus. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwelche Grundpfeiler der Demokratie in Frage stellt. Das passiert von anderer Seite. In Salzburg haben wir eine Zwischenfrage. Warum nennen Sie sich trotzdem nicht einfach die Linke?
Weil, ich meine, das gibt's, es gibt ja so kleine Gruppierungen in Österreich, die sich so nennen. Mhm. Oder hätten sich Grüne Plus genannt, weil sie ja von den Grünen weggegangen sind. Warum nicht das? Warum verzichten sie nicht auf das K? Ja, das eine ist, die KPÖ hat durchaus Verdienst in der österreichischen Geschichte. Wenn man sich zum Beispiel den antifaschistischen Widerstand anschaut, da war auch in Salzburg, in Städten wie Halle oder der Stadt Salzburg, die KPÖ die wichtigste Säule im Widerstand gegen das Naziregime. Also da gibt es schon historische Kontinuitäten, die man nicht einfach unter den Teppich kehren sollte. Ich glaube, viel wichtiger als die Frage nach dem Etikett ist aber der Inhalt. Und wofür man steht. Und ich glaube, das ist die Frage des heutigen Abends. Ich glaube nämlich nicht, dass die Wähler die politische Mitte verlassen. Ich glaube, dass die großen Parteien die Mitte der Bevölkerung im Stich lässt und verlassen hat. Und das merkt man ganz konkret, wenn man sich anschaut, wofür steht die ÖVP noch? Also der Herr Mara hat von Werten gesprochen. Die ÖVP hat keine erkennbare Antwort mehr auf die Fragen unserer Zeit, ob das die Teuerung von jetzt ungefähr 10% ist. Ich habe, weiß nicht, ob es jemand von Ihnen gesehen hat, die Statistik Austria-Daten vor kurzem gelesen, sind, glaube ich, vorgestern erschienen, denen zufolge 750.000 Menschen in Österreich im Winter die Wohnung nicht mehr warm halten kann. Das sind ungefähr so viele Menschen wie in Graz, Salzburg, Linz und Innsbruck zusammengerechnet. Wir haben jeden Sechsten in Österreich, der kann sich nicht einmal mehr eine Freizeitbeschäftigung mit der Familie leisten, dass man in den Zoo geht oder in den Hochseilpark geht. Zum Inhalt und kommen. Der Punkt, sozusagen, da geht irrsinnig viel an Enttäuschung, an Frustration einher. Und das Problem, was wir halt überall sehen, gerade bei der ÖVP, ist, dass die ÖVP versucht, eine Kopie von der FPÖ zu sein. Das hat beim Kurz einmal funktioniert. Ich glaube, die ÖVP hat sich so weit selbst aufgegeben, dass man das jetzt wieder versucht. Nur man schafft es halt nicht, weil da gibt es schon einen damit Marktführer, hat sich, genau, damit der da hat ist. Sich und genau glaub, der Herr Biebricher genau, auch und beschäftigt Frage, und hat sich auch schon gemeldet. Was bei der ÖVP los ist, ja. Bitte. Genau, es ging aber noch um einen anderen Punkt. Ich wollte das nur noch mal bestärken, dass wir vielleicht so diesen Begriff der Mitte durchaus problematisieren sollten. Und ohne jetzt zu weit in der Geschichte zurückzugehen, aber also wenn wir einfach nur 10, 20 Jahre zurückgehen, dann wäre die Krisendiagnose der Demokratie gewesen, dass alle politischen Kräfte viel zu sehr in die Mitte streben und dass im Endeffekt eigentlich sich hier alles zusammenballt und daraus so eine gewisse Alternativlosigkeit entsteht und eine Entpolitisierung. Das ist damals auf jeden Fall innerhalb des universitären Diskurses sehr lang und breit diskutiert worden. Und ein Stück weit ist ja auch das, was wir in den letzten 10 Jahren sehen, glaube ich schon auch. Also es sind viele Faktoren im Spiel. Aber es hat auch was damit zu tun, mit dem Gefühl, dass hier in der politischen Mitte die Volksparteien, die diese Mitte besetzt hatten, letztendlich die Leute enttäuscht haben. Und ich glaube, da würde ich in eine ähnliche Richtung gehen und darauf hinweisen, dass so ein Stück weit so das Profil dieser Parteien verloren gegangen ist und die eben auch über die Zeit hinweg ja, also sehr stark in der politischen Kommunikation waren, sagen wir es mal so, und sich auch viele Techniken herangeschafft haben, wie man so in privaten Unternehmen nach außen kommunizieren würde. Und da wurde viel rein investiert. Aber ich glaube tatsächlich, was das inhaltliche Profil angeht, ist da sehr, sehr, sehr viel verloren gegangen. Und das ist Teil der Problematik, glaube ich, der wir uns gegenüber sehen. Aber ich würde nur grundsätzlich sagen, also allein die Tatsache, dass nun nicht alle Kräfte täglich in die Mitte streben des politischen Spektrums, ist per se noch kein Problem, würde ich sagen. Also so eine Parteienlandschaft, die ein Stück weit so die Diversität auch der ideologischen Landschaft der Bevölkerung abbildet, da würde ich erst mal sagen, das ist noch nicht der problematische Punkt. Also es gibt andere Probleme, die dann irgendwann kommen. Aber allein die Tatsache, dass nicht alles auf die Mitte schielt, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was ist problematisch? Ich glaube, es kommt ein Punkt, an dem tatsächlich eben der Rahmen verlassen wird, wo es noch zuträglich ist zur liberalen Demokratie eben und wo wir einfach Kräfte haben, die doch relativ deutlich machen, dass sie nicht so viel übrig haben für die liberale Demokratie. Und da wird es natürlich problematisch. Und das ist eben auch die, ich glaube, das ist sehr interessant, so die Verunsicherung, die wir spüren in diesen liberalen Demokratien, die sich auch die ganze Zeit fragen, wie wir es auch jetzt gerade tun, gibt es eigentlich zu viel Polarisierung, was reißt uns auseinander und so. Und das ist an sich irgendwie schon, finde ich, ein Teil der Krisensymptomatik, diese Verunsicherung der liberalen Demokratien an sich selbst und wie viel Streit man aushält und diese Sachen. So, Frau Karin, dann. Ich würde sagen, wirklich zentral ist, dass das, was jetzt sozusagen erodiert, was in die Krise kommt,
Ja, und wenn der Herr Maurer von Werten spricht, dann muss man sagen, nein, das ist nicht der Punkt. Was jetzt in die Krise kommt, ist eine gewisse Art der Mitte, nämlich aber nicht sozusagen als Vernunftmitte, sondern als Herrschaftsform. Ja? Als Herrschaftsform einer gewissen Art von Demokratie, die man eigentlich als Konsensdemokratie gefasst hat. Konsensdemokratie heißt, man versucht eigentlich von der Vorstellung auszugehen, wir sind sozusagen eine relativ einheitliche Gesellschaft. Es gibt gar nicht unterschiedliche Welten und unterschiedliche getrennte Gesellschaften innerhalb dieser Gesellschaft. Wir sind alle sozusagen mögliche Marktteilnehmer und wir können innerhalb dieser Demokratie, braucht es gar nicht ein Prinzip der Gleichheit oder eine Vorstellung von Gleichheit, sondern wesentlich geht darum, dass die Politik eine Art vernünftige Verwaltung einrichtet. Das war eigentlich lange Zeit das vorherrschende hegemoniale Modell, innerhalb dessen sich nämlich die großen Volksparteien genau diese Mitte geteilt haben, weil das wurde sozusagen als Mitte deklariert. Und was passiert plötzlich? Jetzt passieren zwei Sachen. Auf der einen Seite gibt es eine faktische Veränderung, wo eine totale Ungerechtigkeit oder die Leute werden immer ungleicher. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Es gibt einen Moment, wo die Leute das nicht mehr ertragen, weil es gibt sozusagen ja ein gekränktes Gerechtigkeitsgefühl. Das ist sozusagen auf der faktischen Ebene. Und auf der anderen Ebene passiert, was ist passiert? Ich glaube, man kann wirklich nicht hoch genug schätzen, wie schlimm die Verheerungen sind, die das Auffliegen der Korruption in den letzten Monaten in Österreich, was das zur Folge gehabt hat. Ja? Die Chats vom Herrn Schmidt, wir sind die Huren der Reichen. Ja? Reden Sie nicht von Werten, wenn das sozusagen das Bild ist, das die Politik abgibt. Das für die Leute, wenn die Leute sich nicht wiedererkennen können in der Politik, ja, woher rührt denn das? Weil nämlich plötzlich die Politiker, weil man plötzlich gesehen hat, das ist ja gar nicht so ein demokratisches Verhältnis. Das hat ja ganz starke oligarchische Züge, also Herrschaft von wenigen, von Eliten, die sich eben nicht am Gemeinwohl orientieren. Bitte, Herr Maurer, Herr Kraus. Sie sehen es offensichtlich in der Theorie. Ich sehe es in der Praxis. Ich bin jetzt in der Stadtpolitik seit 1,5 Jahren Obmann der Wiener Volkspartei und ich halte was auf Werte, auf Freiheit, auf Sicherheit, auf Leistung, auf Eigenverantwortung, auf Eigentum. Ich halte was drauf. Und ich halte aber auch sehr viel davon und da stimme ich Ihnen schon ein wenig zu, die Schwäche mancher bürgerlichen Parteien, sich ein wenig oft rauszureden und manches nicht so auf den Punkt zu bringen. Ich sage es Ihnen ganz offen, klare Werte heißen auch klare Worte. Und klare Worte kann man nur dann finden, wenn man mit den Menschen im Gespräch ist. Und ich bin mit den Menschen im Gespräch. Im Gegensatz jetzt zu Ihren theoretischen Ansätzen, die ich wertschätze. Ja, aber ich spreche mit den Leuten jeden Tag. Und ich weiß, was sie die Leute erwarten, wenn sie zum Beispiel von der Mitte sprechen. Die meisten Menschen wünschen sich Politikerinnen und Politiker, die ihnen zuhören, die ihre Ängste ernst nehmen, die ihnen Perspektiven geben, die ihnen auch sagen, was geht und was nicht geht, die ihnen auch vermitteln, dass zum Beispiel globale Krisen auch globale Lösungen bedeuten. All das erwarten sich die Menschen. Und was wir in der Politik vielleicht verloren haben, ja, da gebe ich einigen von Ihnen schon recht, ja, was wir in der Politik vielleicht vergessen haben, ist der direkte Kontakt zu Menschen. Und aber wenn Sie auf den Brunnenmarkt gehen und sich hinstellen und sagen, dieser Brunnenmarkt wird von den Ausländern usurpiert, wo ist dann der Kontakt zu den Menschen? Genau, wissen Sie, was Sie da machen? Was Sie da machen ist, Sie sagen, indem Sie als bürgerlicher Politiker sich hinstellen und das Geschäft der FPÖ machen, wissen Sie, das ist nicht die Schmidt und Schmiedl. Nein, lassen Sie mich aussprechen, das ist nicht Schmiedl-Tour, sondern was Sie sagen ist, das ist die neue Mitte, das ist heute möglich. Das heißt, Sie verschieben die Mitte und Sie definieren sie neu. Frau Karim, das ist das, was nehmen da passiert. Sie bitte zur Kenntnis, erstens war ich am Wort, ich akzeptiere gern, dass Sie mich unterbrechen, aber darf ich jetzt eine Antwort darauf geben? Gerne, ja. Ja. Gerade im Bereich Wien, in manchen Stadtteilen, müssen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, sonst würden Sie Realitätsverweigerung betreiben, dass sich Wienerinnen und Wiener in dieser Stadt
in manchen Stadtteilen nicht mehr zu Hause fühlen. Ich jetzt auch und ganz zwar kurz mal deshalb, was und zwar deshalb, weil Zuwanderer dort in abgeschotteten Communities bereits leben. Da gibt es einige Stadtteile in Wien, wo die Menschen ihre Heimat verloren haben. Und ich sage Ihnen etwas. Ich habe viel Reaktionen bekommen auf dieses Video, das Sie ansprechen. Das glaube ich. Aber ich habe sehr, sehr viele Reaktionen darauf bekommen, dass es gut ist, dass die Wiener Volkspartei dieses Thema anspricht, weil es ein Thema der Menschen ist und wir werden dieses Thema nicht recht behandeln. Aber Sie sagen ja auch immer, dass Menschen, die integriert, also Integration bedeutet ja, und das wollen Sie ja auch, dass Menschen, die zu uns kommen, dass sie arbeiten, dass sie Steuern zahlen, das sind genau die Menschen, die am Brunnenmarkt auch arbeiten. Das war auch nicht die Kritik, sondern die Mischung war es. Herr Kraus, bitte. Ein Satz zum Thema Glaubwürdigkeit, was ich vorher schon gesagt habe. Das Video ist nett, aber Sie werden ad personam als Polizeichef früher verantwortlich gewesen in Wien, dass es nicht zu solchen Gegenden kommen darf. Aber können wir von Wien, ich habe das jetzt zwar kurz zugelassen, Herr Kraus. Es gibt doch heute einen ÖVP-Innenminister, es gibt einen ÖVP-Innenminister, der zuständig wäre. Bleiben wir jetzt bei ganz, Herr Kraus. Herr Mare, es gibt einen ÖVP-Innenminister, die die Integration. Bitte können Sie nicht rumschreien, sondern mich auch aussprechen lassen. Ich habe Ihnen lang genug zugehört. Aber Herr Kraus, darf ich jetzt nur darum bitten, dass wir um ganz Österreich reden und jetzt nicht nur Wien. Ja, das sind Integrationsprobleme, die es nicht nur in Wien gibt, sondern quer durch Österreich und überall dort wäre ein ÖVP. Aber was mich interessieren würde, Herr Kraus, gleich eine Zwischending, weil das finde ich ja trotzdem spannend, wenn Sie beide so tun, als würde ja quasi ÖVP und ÖFP überhaupt nicht zusammenarbeiten können, weil dieses Auseinandertrennen nämlich auch von Ihrer Seite, genauso wie von Ihrer Seite, dass Sie auf die Bundesregierung, auf die Bundes-ÖVP schimpfen bzw. sie kritisieren, aber wahrscheinlich jetzt im dritten Bundesland genau mit jener ÖVP koalieren. Und Sie eben auf Bundesebene, die hier einen Unterschied machen zwischen Kickl-FPÖ und zwischen jener FPÖ, die in den Ländern ist. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Dort, wo wir Freiheitliche stark genug sind, dort, wo man nicht an uns vorbeikommt, dort koaliert auch die ÖVP mit uns. Und dort hätte ja auch die SPÖ vor 2 Jahren auf Bundesebene sich bereit erklärt, mit uns zu koalieren. Und dort, wo wir nicht die Stärke haben, noch nicht, dort geht die ÖVP halt lieber mit den Grünen ins Koalitionsbett. Und das ist genau das Problem. Weil hier eben, und da sind wir, Sie haben darüber gesprochen, dass die Menschen sie oft ansprechen. Mich reden die Menschen in Wien und in Österreich wahrscheinlich überall darauf an, dass das Leben nicht mehr leistbar ist, dass die Mieten zu teuer sind, dass man die Lebensmittel nicht mehr kaufen kann, dass Familien überlegen müssen, ob sie heizen oder Lebensmittel einkaufen. Und wenn die Menschen sie auf das ansprechen, warum tun sie in der Bundesregierung dann nichts? Warum gibt es keine Mietpreisbremse? Warum gibt es keine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel? Dort passiert überall nichts. Die Frau Karim hat gesagt, die Chats vom Herrn Schmidt sind verwerflich. Gebe ich Ihnen recht. Aber die viel größeren Probleme sind im sozialen Bereich angesiedelt. Und hier gibt es eine Bundesregierung aus ÖVP und Grünen, die gar nichts tut. Und das beschäftigt die Menschen weitaus mehr als irgendwelche Chats. Also, dass sie gar nichts tut, ist eine absolute, wie soll ich sagen, eine Fantasieformulierung. Die Menschen bekommen von Ihnen davon nicht also mit. Nicht bösen, nicht bösen erwähnt, sie aber interessant wäre, dass bei der Entlastung Österreich im Europa-Ranking auf Platz 2 steht. Ich bin gespannt, wie viele Menschen Sie morgen darauf anrufen, wo wir hinaus Jahre, Sie haben gesagt, Herr Mara, Sie haben gesagt, die Menschen, wollen oder lieben klare Werte, klare Worte, aber tatsächlich lieben sie auch klare Handlungen, weil das ist natürlich ein Punkt, warum eben ihre Parteien auch zugelegt haben, weil sie ihnen offenbar zutrauen, diese Probleme der Menschen anzugehen. Und da gibt es aber natürlich unterschiedliche Instrumentarien. Und im Kommunismus oder beziehungsweise das, was Sie eher wollen, ist ja eben, dass das, was erwirtschaftet wird, auch gleichmäßig verteilt wird. Hier die Konzerne auch angegangen werden. Das heißt, das ist schon ein Unterschied jetzt zwischen Ihnen dreien. Wie man wirklich die Teuerung angeht und die Probleme, die es da gibt, Mieten etc. Und noch einen Punkt. Ja, ich glaube, die Bundesregierung hat natürlich was gemacht, aber ich glaube, sie hat das meiste falsch gemacht. Und das sagt nicht nur ich als Linker, ja, sondern das sagt mittlerweile sogar ein Marktliberaler wie der Herr Felbermayr vom WIFO-Institut, der auch sagt, man hätte eigentlich, anstatt dass man zuschaut, wie die Preise aufschießen und dann ein bisschen Geld verteilt, damit die Ärmsten der Armen sich das irgendwie leisten können und der Einmaleffekt verpufft, man hätte stattdessen an der Wurzel anpacken müssen und verhindern müssen, dass die Preise so sehr steigen. Das haben Länder wie Frankreich
Frankreich gemacht, Länder wie Spanien gemacht, indem sie gesagt haben, es gibt einen Gaspreisdeckel, es gibt eine Mietenbremse wie in Dänemark. Das haben ganz viele europäische Länder geschafft, nur die Bundesregierung in Österreich nicht. Und man hätte da eingreifen müssen. Das Problem ist, und ich weiß nicht, ob das ein ideologisches Problem ist, dass die ÖVP sagt, Marktregulierung geht gar nicht, wir schauen einfach, was passiert. Und selbst wenn wir die aktuell in Westeuropa teuerste Inflationsrate haben, kein anderes Land in Westeuropa hat gerade eine höhere Inflationsrate als Österreich, da hätte man stattdessen sagen müssen, man greift bei den Preisen ein. Das heißt nicht, dass man jetzt die großen Konzerne enteignet. Das würde nur bedeuten, dass man schaut, dass die Übergewinne abgeschöpft werden, dass die Preisanstiege gedämpft werden, dass man dort, wo die Menschen wirklich den Kaufkraftverlust spüren, und das ist eine wachsende Mehrheit der Menschen, ansetzt. Da könnte man mal drüber reden, warum haben wir in Österreich Mindestpensionen, wo ältere Menschen mit 1050 Euro im Monat auskommen sollten, obwohl die Armutsgefährdungsgrenze des Staates selbst 300 Euro drüber liegt. Warum hat man da nie was angepasst? Gibt es Ideen, denen Sie was abgewinnen können? Erstens einmal gibt es immer Ideen, denen man was abgewinnen kann. Welche? Ich möchte nur nicht mit Bauschen und Bogen Maßnahmen der Bundesregierung einfach verurteilen. Felbermayr sieht das sehr differenziert. Hören Sie sich heute an. Sie werden es angehört haben. Warum sind wir dann bei 10% Inflation? Mit dem Leiter der IHS, zum Beispiel die vielfach geforderte Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ablehnt und damit den Schritten recht gibt. Ich möchte es aber auch auf einen anderen Punkt bringen, weil es ums Wohnen geht. Es geht ums Wohnen zum Beispiel in Wien. Da hätte die Stadt die Möglichkeit, die Mietpreisbremse, die sie im Bund fordert, bei den Wiener Wohnungen, insbesondere bei den 220.000 Gemeindewohnungen, umzusetzen. Lassen Sie mich den Gedanken aussprechen. Heute hat der IHS-Chef auch gesagt, wissen Sie, hat er gesagt, was die Länder und Gemeinden tun könnten, um die Inflation einzubremsen? Sie könnten die Gebühren und Abgaben senken oder die laufenden Gebühren und Abgaben nicht erhöhen. Was tut Wien seit Jahren? Wien erhöht jedes Jahr durch das automatische Teuerungsgesetz die Gebühren und Abgaben. Sie wären dafür bundesweit, weil da geht es um diese Indexierung, die automatische Indexierung, die bei diesen Steuern und Abgaben, Müllgebühren etc. Dabei ist, wären Sie dafür, dass das bundesweit, dass die Regierung diese Indexierung zumindest aussetzt. Erstens. Zweitens, wenn Sie eine Mietpreisbremse für Wien gut finden, nehme ich jetzt ja auch an, dass Sie die Mietpreisbremse für ganz Österreich gut finden. Also sollte die Regierung diese Mietpreisbremse in ganz Österreich machen? Sehen Sie, wir sind in einer Koalition mit den Grünen. Ja, das muss man auch ganz offen sagen. Und in aber dieser die Grünen Koalition, wollten ja die Mietpreisbremse. Aber in einem Paket, wo es uns um einen Wert geht, der ganz wichtig ist, gerade für junge Menschen und weil wir beim Thema Wohnen sind. Uns ist es aber wären Sie dafür? Können wir das nur mal klären? Wenn in dem Paket gelöst wird, dass junge Menschen beim Eigenmittel, also beim Erwerb des ersten Eigenheims, auch entsprechend gut aussteigen können, auch entsprechende Möglichkeiten finden, dass sie zum Beispiel die Grunderwerbsabgabe nicht bezahlen müssen, dass sie so da leichter zum Erwerb von Eigenmitteln kommen, dann sehr wohl. Aber die Mietpreisbremse würde ja irrsinnig vielen Menschen auf einmal helfen. Das stimmt ja nicht. Wir haben knapp 500.000 Wohnungen im Richtwertbereich. Davon sind 370.000 in Wien und wiederum 220.000 Gemeindewohnungen. Ganz sicher stimmt das. In Wien fallen genau 80.000 Wohnungen unter den Richtwertzins. Ja. Und als Erklärung zu sagen, warum die Mietpreisbremse nicht kommt, weil man dann nicht auch etwas für günstigeres Eigentum rausverhandeln hätte können, das ist ja nicht schlüssig. Und jetzt zu sagen, Wien sollte diesen Weg alleine gehen, ja, ich verstehe auch nicht, warum die Stadt Wien es nicht tut. Aber Sie könnten auf Bundesebene selbstverständlich die Stadt dazu zwingen. Allein sie tut es nicht, weil sie für überhaupt niemanden diese Mietpreisbremse wollen. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und ja, man soll jungen Leuten helfen, Eigentum anschaffen zu können. Aber wissen Sie, wie unglaublich gering die Anzahl der Menschen in Österreich ist, überhaupt daran denken können, sich im jungen Alter eine Eigentumswohnung zu kaufen, die ist verschwindend. Und mit dieser Mietpreisbremse hätte man das Leben für Hunderttausende leistbarer machen können. Also das als Ausrede zu verwenden, das durchschaut ja wirklich jeder, dass das nicht stimmen kann. Das muss man aber auch ganz klar festhalten. Das ist ja etwas, was uns von den linken Parteien unterscheidet.
dass wir Eigentum schaffen wollen, ja, für junge Menschen schaffen wollen. Auch, weil wissen Sie, was passiert, wenn wir, wenn wir das nicht schaffen? Wir treiben die Menschen in die Altersarmut, weil sie das ganze Leben in Miete investieren und am Ende ihres Lebenswegs, wenn sie einfach weniger verdienen, weil sie in Pension gehen, dann auf einmal sind sie in der Altersarmut. Herr Biebricher, in Deutschland, ja, nein, ich möchte den Herrn Biebricher wieder in die Diskussion mit hereinholen. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass dass ja den konservativen Parteien, den Mitteparteien, ja das Feindbild des Kommunismus ja abhanden gekommen ist, weil in Deutschland würde eine Partei, die sich also eine kommunistische Partei nennt, nicht tatsächlich nicht realisieren können. Die Linke steht unter Umständen eben vor der Spaltung. Wenn Sie das sich jetzt anschauen oder anhören, eine kommunistische Bürgermeisterin, die es in Graz gibt, im März sind nächstes Jahr Gemeinderatswahlen, werden Sie als Bürgermeisterkandidat antreten? Gleich eine Zwischenfrage. Das werden wir noch besprechen, da schauen wir noch. Noch nicht fix, aber was sagen Sie? Das Zentralkomitee muss noch entscheiden wahrscheinlich. Ne? Also diese Feindbilder, wenn Sie das mit Ihrer Studie, mit dem, wie Sie das angeschaut haben, was sagen Sie? Ja, also ich denke schon, dass ein ganz potentes Feindbild war, das da weggebrochen ist, 1990 dann, und dann eben auch teilweise noch lange aufrechterhalten worden ist, auch teilweise als phantasmagorisches Surrogat geradezu, als in Italien redet Silvio Berlusconi noch bis in die 2000 Jahre hinein davon, dass eben alles durchsetzt ist von Kommunisten, die ganze Justiz und so weiter, die hinter ihm her sind. Ich glaube, jetzt die KPÖ Plus ist jetzt vielleicht nicht das potenteste Feindbild, weil es ja, ich glaube, wir haben es gerade schon gehört, jetzt noch kein richtig flächendeckendes Phänomen ist, das nun auf 20-30% landesweit kommen würde. Und ich glaube, es gibt im Moment für die Rechte, für die Konservativen, gibt es potentere Feindbilder, glaube ich. Und wir haben es ja gerade schon gehört, das sind die Leute, die glauben, dass es möglicherweise mehr als zwei Geschlechter gibt. Soll es geben, tatsächlich die Vorstellung. Und die ganze Vorstellung von Wokeness ist, glaube ich, der Begriff, der gebraucht wird. Und das dann oftmals in Verbindung gebracht wird mit... Könnten Sie den erläutern, den Begriff Wokeness? Ja, da geht es um die Sorge um strukturellen Rassismus, der möglicherweise westliche Gesellschaften und darüber hinaus auch prägt. Es geht um die Frage von Feminismus bzw. Antifeminismus. Aber das sind die großen Ungleichheits- und Diskriminierungsachsen, um die es geht. Rasse, Klasse, Geschlecht und so weiter. Und das gilt als eine Bewegung, die einmal verführt ist von radikalen AkademikerInnen und die auch völlig verblendet ist sozusagen und weit weg vom gesunden Menschenverstand. Und das ist so eine Art 68er-Wiedergängertum. Und ich glaube, in dem Sinn eben für die Konservativen erstmal vermeintlich ein Geschenk. Ich glaube nur, dass man in dem Moment, wo man die als zentrales Feindbild setzt, sehr schnell auf so einem abschüssigen Pfad Richtung rechts außen. Sie haben ja sich auch angesehen, sofort Frau Karim, Sie haben sich ja auch angesehen international, ob das gut ist, wenn konservative Parteien Rezepte nehmen, die eben Parteien machen wie die FPÖ bzw. die AfD, Le Pen etc. Ist das ein gangbarer Weg für die Mitteparteien oder ist das der Grund, warum es dann noch schwieriger wird? Also ich glaube... Wir haben nicht so viel Zeit. Die Antwort ist nein. Also es ist kein gutes Rezept. Einfach deshalb, weil wir haben es auch gerade schon in dem Gespräch hier gehört. Also da wird vorgeworfen, dass das eine die Kopie des Originals ist. Und dann werden alle möglichen Argumente herangetragen, warum das eben so der Fall ist. Und ich glaube schon, also empirisch gesehen ist es schon so. In dem Fall, wo das versucht worden ist, und Sebastian Kurz ist ein prominentes Beispiel, Nicolas Sarkozy ist ein anderes sehr prominentes Beispiel, da hat es tatsächlich einmal funktioniert, also wie es gerade auch schon anklang. Und mittelfristig werden aber tatsächlich die Rechtsaußenparteien gestärkt. Das war in Frankreich der Fall. Ich glaube, wir sehen auch jetzt letztendlich den Effekt der Ära Kurz sozusagen. Aber wie gesagt, in Frankreich, nachdem Nicolas Sarkozy ganz offensiv sagt, wir versuchen, Menschen vom Rassemblement National zurückzuholen, letztendlich verschiebt es das Koordinatensystem nach rechts. Und heute stehen die französischen Republikaner, also haben eine Nischenexistenz, ja, und sind kaum mehr zu finden auf der politischen Landkarte eigentlich. Mhm. Frau Karim.
Na, nur ganz kurz, weil wir schon am Schluss sind. Ich glaube, wir müssen trotzdem, wie die Debatte heute gelaufen ist, ja feststellen, dass dieses Spiel, dass es sozusagen diese sich als zentristisch verstehenden Parteien gibt, die eigentlich ständig von dem Gespenst der FPÖ gejagt werden. Wir haben das mit Haider gehabt, wir haben das mit Strache gehabt, wir haben das mit Kickl gehabt, die sozusagen die Umlaufzeiten werden immer schneller. Das ist sozusagen das alte Spiel. Was sich jetzt verändert hat, ist, dass plötzlich auch in dieser Auseinandersetzung, dass plötzlich vielleicht auch die Möglichkeit einer linken Gegenkraft kommt. Das wäre ja sozusagen das einzig Neue an der ganzen Situation. Aber das davor, das ist doch etwas, was wir seit den späten 1990er Jahren hier in Österreich ständig durchspielen. Das muss man ja auch sehen. Und man muss sehen, und ich möchte das noch mal ganz zum Schluss sagen, es geht nicht darum, dass die ÖVP die FPÖ kopiert. Es geht darum, dass wenn die ÖVP solche Positionen einnimmt, dann definiert sie das als die neue Mitte. Und das ist die Gefahr. Dann sagt sie, wir definieren ja, was Mitte ist. Und wir sagen, das ist mittlerweile wieder zulässig. Und das ist sozusagen das Problem. Also wir sind bei der Lebensrealität der Menschen. Und in Wien, kann ich Ihnen sagen, haben wir drei Themen, die die Menschen wirklich bewegen. Das ist einerseits die Verschwendung. Das Gegenteil davon ist die Teuerung, die nicht mehr im Griff ist in Wien. Das zweite ist der Sozialmissbrauch. Auch den sollten wir und müssen wir thematisieren. Und das dritte sind Unsicherheitszonen, das sind Problemviertel, das sind die Bereiche, wo sich die Menschen nicht mehr zu Hause fühlen, wo sie sich selbst als Fremde fühlen. Wir machen da in Wien derzeit eine riesen Unterschriftenaktion, gehen von Haus zu Haus, gehen auf die Straßen, sprechen mit den Menschen und sammeln Unterschriften. Und ich sage Ihnen, was da an Rückmeldungen kommt, das macht mich ganz zuversichtlich, dass die Volkspartei in Wien diesen Menschen auch helfen kann. Und um das geht es ja eigentlich in der Politik. Letztlich geht es darum, haben die Menschen was davon? Aber die Menschen in ganz Österreich wollen, dass ihnen geholfen Sie, wird. Ich bin das heute ist natürlich als Landespartei, ob man der Wiener Volkspartei aber Sie sind auch im, Bundes, ich, ja, Sie sind auch im Bundesvorstand natürlich ich, der ÖVP. Natürlich. Und da also, sage ich Ihnen, weil Sie das jetzt angesprochen haben, da sage ich Ihnen ein konkretes Beispiel, weil Sie es ansprechen. Aber es wäre umgekehrt auch nicht. Ist der Mann, im Gegensatz zu Herbert Kickl, ist der Mann, der in Europa ein Umdenken okay, bewirkt hat wirklich bei der Migration. Das selbstverständlich. Sie werden sehen. Wir werden ein Umdenken in Europa erreichen. Und das Umdenken heißt... Herr Mara, bitte zuerst. Der Herr Danke ist am Wort und dann bitte. Naja, vielleicht geht es der ÖVP eh super und wir werden alle in einem Jahr total überrascht sein. Sie brauchen sein. Sich keine Sorgen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass das Vertrauen noch schneller erodieren wird. Merkt man auch daran, wir haben einen Kanzler, der auf Abenteuerreisen in Nordafrika unterwegs ist. Hauptsache, man bringt das Thema Flucht und Migration wieder in die Schlagzeilen. Aber die Sorgen der Menschen, also die Teuerung bei den Lebensmitteln, wo es viele Leute gibt, die einfach den täglichen Einkauf bald nicht mehr zahlen können. Die Tatsache, dass jeder Dritte sagt, bei der Miete, sie kriegen im nächsten Jahr ein Problem, die Betriebskosten, die Miete, die Energiekosten überhaupt nicht zu zahlen. Also da, glaube ich, braut sich noch sehr viel zusammen an Versäumnissen der Bundesregierung. Meine Sorge ist, dass die ÖVP halt nur weiter sich der FPÖ angleichen will. Wohin das führt, sagt der Kickl eh ganz offen. Der hat am 1. Mai gesagt, er möchte in Richtung Ungarn-Orbán gehen. Dass der Orbán halt die freien Medien gängelt, dass er die Justiz abhängig macht und eine Inflationsrate von 25% hat. Also da würde ich sagen, wenn das mein Vorbild ist, dann gute Nacht. Wenn ich vielleicht kurz, ich glaub, was man halt kurz antworten als letzten darf, Gedanken, das Ganze natürlich ich glaube, was man halt probieren kann, ist, man kann versuchen, eine andere, eine ehrliche Politik anzubieten, indem man tatsächlich glaubwürdig vermittelt. Man geht nicht in die Politik für Karrierismus oder für das große Geld. Ich meine, bei der KPÖ spenden wir einen Teil der Politiker Gehälter, um zu zeigen, uns geht es darum, mit einer gewissen Demut für Menschen einzutreten. Aber ich glaube, entscheidend wird sein, ob man es halt schafft, tatsächlich ein Profil zu bilden. Und wissen nicht, Sie, wie wissen Sie, die SPÖ, wie es vorher erwähnt wurde, oder die Konservativen, sich immer mehr wissen der extremen Rechten anzugleichen. Wissen Sie, Herr Dankl, zu spenden ist immer gut, aber in jeder Diskussion eine Spende, die man getätigt hat oder tätigt, wie eine Monstranz vor sich herzutragen und damit anzugeben, ist auch nicht besonders vornehm und elegant. Aber so viel nur dazu. Und wenn Sie sagen, der Herr Orbán ist ein Vorbild, wissen Sie, wie viele Asylanträge Ungarn im letzten Jahr bearbeitet hat? 48. Und wie viele waren es in Österreich mit einem ÖVP-Innenminister? Über 130.000.
Und ja, das ist genau der Punkt, wo wir hinwollen, um unser Gesundheitssystem wieder zu erhalten, um unser Gesundheitssystem erhalten zu können, um die Mieten senken zu können, um auch wieder Gelder zu haben, um für die eigenen Leute etwas zu machen. 48 Asylanträge in Ungarn, 130.000 in Österreich. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und genau dort wollen wir hin. Und da ist Viktor Orban unser Vorbild. Wenn Sie in eine Bundesregierung kommen, hat auch der Herr Kickl gesagt, dann Sie sagen ja, dass eben ein Grund für die Teuerung wären oder seien die Sanktionen gegen Russland. Absolut. Da würden Sie dann in Brüssel dagegen stimmen, nehme ich an. Oder definitiv. Würden Sie wollen. Definitiv. Aber genau Viktor Orban hat den 10 Paketen in Brüssel zugestimmt. Er hat sehr viele Sonderverträge, er hat sehr viele Sondermöglichkeiten. Er kann auch als einziger weiter Gas aus Ungarn zu besseren Konditionen importieren. Und hier in Verhandlungen zu treten, dort zuzustimmen, wo es positiv ist, aber sich Sonderverträge auszuverhandeln, wo es für Österreich einen Vorteil hat, das kann nur gut sein. Immer der Vasall von Brüssel zu sein, alles zu bezahlen, Nettozahler zu sein und am Ende immer amerikanische Interessen abzunicken, das ist nicht der Weg der FPÖ. Herr Mara, das würden Sie ja nicht wollen, beziehungsweise die ÖVP nicht, dass man hier in Brüssel eben gegen die Sanktionen gegen Russland stimmt. Ich habe heute schon die Frau Edtstadler zitiert, die EU- und Verfassungsministerin. Die Vorstellung eines Herbert Kickl als Bundeskanzler ist für mich erschreckend. Für mich sind Freiheitliche ein Schreckgespenst. Im Bund ist eine Koalition nicht denkbar. Sehen Sie das auch so? Ich bin jemand, der immer mit allen politischen Parteien sprechen will, mit allen Personen sprechen will. Aber einer hat sich disqualifiziert unter anderem durch seine Rede am 1. Mai oder die Aschermittwochrede. Und das ist ganz eindeutig Herbert Kickl. Er als Innenminister, das haben Sie als früher Innenminister über Jörg Haider gesagt, hat das Projekt der Polizeipferde eingeführt. Millionen Euro versenkt. Die Polizeipferde gibt es nicht mehr. Aber Herbert Kickl als ehemaliger Innenminister dieser Republik Österreich geht jetzt her und sagt bei der Aschermittwochrede mehr oder weniger, wenn es die Polizeipferde noch gäbe, dann könnten die die Notdurft auf die Klimakleber verrichten. Also wissen Sie, das ist für mich eine Situation der aller Kritik. Ich habe nicht gewusst, dass Sie so humorbefreit sind. Das hat mit Humor nichts zu tun. Das ist Menschenverachtung. Mhm. Und daher ist Herbert Kickl für eine Regierungsfunktion für mich untragbar und er als Person unerträglich. Und dann haben wir zumindest aus der heutigen Sendung mitgenommen, dass Sie der neue Unterstützer von den Klimaklebern sind. Absolut und ich habe Ihnen das ganz deutlich gesagt. Und ab und zu einen Gag zu machen, wird noch erlaubt sein. Und ein bisschen politischer Humor wird Ihnen nicht schlecht anstehen. Ist das Gag, wenn man menschenverachtend spricht? Bitte, Herr Mara. Menschenverachtend sind die Ergebnisse Ihrer Politik sonst gar nicht. Das ist der Unterschied. Es gibt noch so viel natürlich zu besprechen oder gäbe es zu besprechen, weil interessant wäre, ob Sie eben auch dafür wären, wie LKK in Ihrem Buch geschrieben hat, ob man eben wirklich die OMV zum Beispiel ganz verstaatlichen sollte, eben damit mit Gas wieder leistbar ist, etc. etc. Vieles zu besprechen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion. Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Nach uns sehen Sie den Doc-Film zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai mit dem Titel Hinter den Schlagzeilen. Der Film von Daniel Andreas Sager gewährt einen Einblick in die hochbrisante Arbeit der Journalisten der Süddeutschen Zeitung, als sie das sogenannte Ibiza-Video erhalten haben und damit letztlich die österreichische Regierung Kurt Strache zu Fall gebracht haben. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Auf Wiedersehen.